Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Peach's Adventure. Wir sind in Mausers schmackhaften irgendwas. Das ist so geil, ne? Ja, wir waren in der letzten Folge richtig krass im Süßigkeitenland. Ich krieg im Nachhinein so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich das nicht gewürdigt, aber habe ich, oder? Oh, hier bin ich dann tatsächlich gestorben. Vorhin war das ja eher nicht so. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, was mich da genau penetriert. Ja, welche Geschmacksrichtung, welche Farbe, welche Form hat denn nun das Ding, was mich da durchlöchert, gegen die Wand, ouch, oder sonst was pfeffert. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Hätte ich aber schätzungsweise, oder? Weil guck mal, das sieht man ja auch. Wir waren ja vorhin schon da. Ja, wir haben ein bisschen über alte versus neue Generation geredet. So kann man das, denke ich mal, nochmal ganz gut zusammenfassen. Währenddessen haben wir uns durchs Süßigkeitenland geschmadderbadangelt. Und ich muss hier wirklich nochmal sagen, das ist so geil. Also das Einzige, was ich Süßigkeiten Jump'n'Run technisch in der Form gesehen habe, war, aber da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das wirklich so gut war, Rayman. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es jetzt Rayman Origins oder, oh, krasse Hitbox, Legends. Also da gab es ja diese zwei PS3, PS4-Teile, ne? Bin ich mir nicht so sicher, komme ich immer so ein bisschen durcheinander. Es müsste der zweite gewesen sein, glaube ich. Oder vielleicht war es in beiden auch drin. So, da war es auch so Süßigkeiten-Style-mäßig, aber ansonsten. Ach ja, naja, spontan fällt mir noch Mickeys Irgendwas-Quest ein von der PlayStation 1. Aber da kann ich mich auch nur ganz dunkel erinnern. Also ich muss sagen, dass es ist eine Mischung aus, es beeindruckt drückt mich und es ist halt so einfach so süß und also, naja, das ist irgendwie komisch, so süß und beeindruckend in einen, naja doch, das kann man schon sagen. Etwas kann beeindruckend und süß sein, wie beispielsweise Anime-Girls, lul. Die sind nicht nur süß, sondern auch ziemlich, ziemlich hot und da habe ich ihn einfach penetriert. So schnell konnte man gar nicht gucken, da war er schon weg. Und haben wir jetzt ein neues Jingle gehört? Bin mir gar nicht sicher, ob das schon vorher da war. Wir hatten ja sonst auch immer diese normalen Gegner, ne? Das war jetzt mal ein richtiger Kampf. Wir schauen mal, was jetzt kommt. Ah ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt Giant Jungle. Ja, ich wollte gerade schon sagen, wegen den Blöcken ist das jetzt vielleicht die große Welt, die ich mir schon beigesehnt habe. Und wahrscheinlich ist es jetzt wieder copy-gepastet. Ne? Man sieht es, dieses Rohr und so, ja. Es ist so dumm. Es ist wirklich so fucking dumm. Ey, na. Weil es ist auch im Eis hier. Warum ist es denn genau da? Ich meine, in der Eiswelt hat es ja gepasst. Und deswegen hat mich das ja so verblüfft, weil ich dann dachte, dass andere Shops sich dann der jeweiligen Welt anpassen. Aber ich weiß nicht. Wann kommt der Patch? Wann kommt der Patch? Verdammte Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob es... Ich weiß nicht, ist es vielleicht auch einer der neueren Hacks? Hm. Auf jeden Fall hier, ich mag das voll, ne? Weil du dann einfach auch die Sprites in einer größeren Form siehst und die sind ja auch sogar, die sind ja nicht irgendwie mega pixelig, ne? Man nimmt ja nicht den kleinen Sprite und zieht ihn irgendwie groß, sondern die sehen richtig hochauflösend aus. Das gefällt mir voll. Richtig, richtig schön. Und auch generell ist sich der Moment. Vorsicht, vicious red piranha plants will come out to bite, regardless of how close you are. Also da sind so gefährliche Piranha-Pflanzen. Und die kommen... Ach so, weil man ist... Normalerweise ist es ja so... Genau. Wenn du an den Röhren bist, kommen die Dinger nicht raus. Aber die hier, die scheißen halt einfach drauf. Das wollte er damit sagen. Ja, also grundsätzlich, ich bin weiterhin zufrieden, sehr, sehr begeistert von diesem Hack. Der Schwierigkeitsgrad wird eingehalten. Also es ist jetzt Dschungeltheater. Oh, Donkey Kong! Ja, ne, keiner besucht ihn. Oh, können wir mit ihm reden oder was war das? Ja, tatsächlich. Donkey Kong, du siehst so niedergeschlagen aus. Was ist denn los? Sagt die ganze Zeit grimmig, traurig guckt. Ja, Donkey ist traurig. Der große Dschungel, die Talentshow heute, Donkey hat wochenlang geübt. Aber Donkey sing, friend, no, make it.
Sing? What Donkey Sing, Friend? Donkeys singender Freund hat es nicht geschafft. With no sing, Donkey can no dance. Ohne Gesänge kann Donkey nicht tanzen. Ach so, sein Partner hat es nicht geschafft. Oh, tut mir leid, Donkey. Hm. Wenn jetzt ein Singspiel kommt, ne? Nun, ich hab meine Singmuskel nicht gut geübt, aber vielleicht kann ich für deinen Freund eintreten. Natürlich nur, wenn du willst. Oh, wirklich? Du machst das für Donkey? Oh, Prinzessin ist die Beste. Donkey, danke. Ja, der redet natürlich so debil, aber es fällt mir schwer, das so zu übersetzen. Show bald starten. Wir müssen vorbereiten. Oh nein. Ah, das ist aber nur eine Sequenz, ne? Ja, schön Piratenmusik. Muss ich was machen? Nee, oder? Oder doch? Oh nein, Alter. Ich hab so Gänsehaut, ne? Das... Ich würd's mir kaufen. Vielleicht auch sogar für 60 Euro, ganz ehrlich. Hau das Ding raus. Stell's auf eBay oder so. Ich kauf's. Ich meine, das Ding hatte ja auch, wie wir wissen, wenn wir uns zurückerinnern, ein richtiges Cover. Ganz ehrlich, bring das raus. Raubkopie? Nein, ich finde, Nintendo muss da ordentlich mal den Stock aus dem Arsch nehmen. Das ist so gut. Es hat so viele Alleinstellungsmerkmale. Das muss man doch einfach rausballern können, oder? Oh, sie lieben uns. Prinzessin hat großartig gesungen. Donkey, dank dir. Prinzessin, wahre Freundin. Donkey hat Glitzerndes gefunden. Bitte nehmen. Oh, wow. Du findest nicht oft Seltenes, hä? Das ist auf jeden Fall nicht selten. Das finde ich an jeder Ecke. Aber Leute... Das war einfach mitten im Level, ne? Jetzt schön sterben und dann die ganze Scheiße nochmal machen. Ey, das... Das war einfach so feiny. Das war jetzt eigentlich mit ein Scherz mit dem Level, aber... Moment, ich kann mich da nicht ranhangeln, ne? Nee. Das ist nur fucking Deko. Da kann ich mich ranhangeln für die guten Münzen. Ja, also es bleibt sich treu... Vom Schwierigkeitsgrad her. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es konstant ist. Also es gibt mal Level, die gehen hoch, mal Level, die gehen runter. Da hat sich mein Controller abgemeldet. Danke dafür. Komm schon, die letzten 1-2 Minuten hältst du auch noch aus. Es ist so gut. Ja, ich verlange, wenn ich jetzt hier wieder der 500.000 Abonnenten PewDiePie-Spasti wäre oder so, ich würde jetzt direkt eine Petition starten. Also generell, kann man ja mal machen. Ich meine, inwiefern ist es legal, wenn man einfach einen offiziellen Spendenaufruf macht und sagt, pass auf, wir sammeln jetzt Geld für diese Person und wenn diese Person genug Geld hat, dann bringt sie das raus. Also quasi, sie muss ja diese ganzen Lieferkosten, diese Boxarts und so, also die Boxen müssen ja gemacht, produziert werden, aufgeklebt werden und so weiter. Ja, also, und dann muss das Spiel, also wenn wir den ganzen Weg gehen, dann muss das Spiel ja auch auf Modul gepresst werden und so. Also es kostet ja alles Geld und von daher einfach mal eine Petition starten und dann sich das einfach nach Hause schicken lassen, oder? Wie wäre das? Das wäre doch feini, feini, feini. Wobei, ja, es klingt ein bisschen komisch, ne? Du spendest Geld, damit sie das Geld hat zum Produzieren, damit du dann wiederum noch mehr Geld ausgeben kannst. Also man könnte ihr auch einfach direkt Geld spenden, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich ein reicher Spasti wäre, ich würde direkt 10.000 Euro, also kommt natürlich drauf an, wie reich ich bin, ist ja ganz klar. Aber so, das ist jetzt so eine spontane Zahl, die ich im Kopf habe. Einfach mal hier 10.000 Euro für dieses wunderbare Spiel. Aber jetzt muss ich da schon zugeben, das ist jetzt ein bisschen lang. Ja, kaum fange ich wieder an zu loben, geht das Level einfach mal 800 Jahre. Was ist das? Jetzt mal ohne Scheiß. Oh, und da geht's gar nicht weiter. Komm schon, wir haben jetzt noch eine knappe Minute hier. Das wäre jetzt echt doof, wenn wir das Level nicht schaffen würden. Was ist das? Was geht mit diesem Level ab? Oder habe ich zwischenzeitlich das Level schon beendet? Das kann auch sein, dass ich
Ja, bei gefährlichen Sprüngen mache ich jetzt lieber einen Safe State, weil, wie gesagt, wir haben ja eh keine Leben, da kann man das ja mal machen. Spart man sich Zeit. Bei meiner Euphorie habe ich vielleicht vergessen, dass ich schon ein Level geschafft habe. Und ich habe vergessen, ob ich das eben gesagt habe. Sorry, falls ich mich da wiederholt habe. Schon ein bisschen komisch. Ja, da oben gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viel zu entdecken, oder? Ich gehe mal nochmal hoch. Da könnte man wahrscheinlich hier... Ja, oben so ein bisschen lang, aber naja, so viel ist es jetzt auch nicht. Und ja, sie sieht jetzt wieder anders aus. Also es lag tatsächlich an der Eisblume, dass die auch dementsprechend eisig war. Nee, ich glaube, ich hatte zwischenzeitlich einfach schon ein Level geschafft, ne? Ja. Fake? Fake? Ja, fake. Wow. Hör auf mit der Scheiße. Moment, was? Nee, okay, das geht denn jetzt doch zu weit. Ich weiß nicht, was das soll. Okay, gerade gelobt und jetzt geht sie steil. Ne, das ist so das Problem. Manche Leute darf man auch einfach nicht loben, sonst heben die richtig, richtig krass ab. Mich muss man nicht loben, um mich zum Abheben zu bringen. Ich heb auch so ab, ohne Lob. Von daher, ja, wenn ihr auch in Zukunft, vielleicht wollt ihr auch mal selber abheben, ja, vielleicht... ich weiß ja nicht, dass... Ich meine, Corona, ne, was nicht da ist, kann nicht weitergegeben werden, aber vielleicht kann meine Euphorie, meine Liebe und meine Höhenflüge, meine Arroganz an euch übertragen werden. Von daher schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und die Male darauf und vielleicht kann ich euch ja ein wenig Selbstvertrauen, ein wenig Arroganz und Liebe mit meinen akustischen Signalen weitergeben. Ja, in diesem Sinne, ja, macht das, ne? Bis zum nächsten Mal. See ya.